Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe euch ja versprochen, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir wissen, was das wird. Ich hatte in ein oder zwei Livestreams ja schon erzählt, den Namen habe ich auch verraten, den werde ich jetzt hier nicht nochmal verraten, müsst ihr die letzten Livestreams gucken und ich sage auch nicht welche und wo, aber ich habe es in zwei Livestreams verraten. Es wird ein Mädchen, weil Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen. Wir freuen uns sehr. Ich habe eigentlich auf einen Jungen gehofft, weil die unkomplizierter sind. Und ich habe schon ein Mädchen und die ist jetzt gerade oder kommt jetzt gerade in eine Pubertät. Und oh, es ist anstrengend. Dann habe ich eine Frau, die ist auch anstrengend. Und da habe ich mir Unterstützung erhofft. Naja, nur doch keine Unterstützung. Bin ich alleine hier im Land der Hormone. Aber wir freuen uns trotzdem sehr. Die Kleine wiegt jetzt so etwa, über 500 Gramm war das so, ja, wa? 500 ein paar zerquetschte Gramm. 534 oder so waren das, wa? 534, 539 waren das. Größe weiß ich noch nicht, also das haben wir nicht erfahren gekriegt, weil in der Feindiagnostik, was sie jetzt gemacht haben, da haben sie ja nur ihr Hirn geguckt, ob behindert oder nicht behindert und ob man an den Knochen irgendwas sieht. Aber da haben sie es halt nicht ausgemessen. Da haben wir jetzt erstmal wieder Termin beim Frauenarzt, Ende des Monats, was war? Ja, Ende des Monats Termin. Da wissen wir auch die Größe und vielleicht wiegt sie dann über 500 Gramm. Also so wie meine Frau momentan rinhaut, müsste die Kleine dann Ende des Monats 2 Kilo mindestens wiegen. Nicht wahr, Schatzi? Ja. Liegt hier nämlich gerade schon flach wegen Hitze, wegen Kreislauf und so. Ich mache auch gleich die Klimaanlage an. Ja, jedenfalls, ich habe euch versprochen, ich halte euch auf dem Laufenden. Das habe ich ja gemacht. Rund um die Uhr, also immer wieder. Und jetzt halt das offizielle Video, dass wir ein Mädchen bekommen. Viele haben euch gefragt, ob sie mir was schicken können oder unterstützen können oder so. Unter diesem Video findet ihr einen Link zur Amazon Babywunschliste. Wusste ich auch nicht, dass man sowas machen kann. Da habe ich jetzt einfach mal eine Wunschliste gemacht und Frauchen hat dann geschickt über WhatsApp Nachricht mit Haufen Klamotten. Die habe ich jetzt alle dazu gepackt noch. Also die obersten 50, 60 Sachen sind von meiner Frau. Ihr Wunsch. Die da drunter sind meine. Also, da ist so eine Batman-Lampe mit bei. Ja, es wird ein Mädchen, aber Batman ist cool. Batman ist für Mädchen und Junge. Batman ist cool. Batman ist toll. Nicht wahr, Schatzi? Frauchen ist nicht begeistert, aber ich schon. Ja, das soll es jetzt zu diesem Video auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen kann ich da ja nicht sagen. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im irgendeinem nächsten Video, Unboxing oder was weiß ich. Ich habe hier noch Videos gerade noch hochgeladen. Die werde ich jetzt auch bearbeiten und so, dass die dann in den nächsten Tagen für euch online kommen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.